Das ist die erste Tagesschau der Woche. Freut mich, dass Sie heute dabei sind. Mein heutiger Gast, der neue weibliche Schweizer Comedy-Star. Name ist Hazel Brugger. Sie ist noch gleichzeitig Philosophiestudentin. Man sieht sie überall. Sie schreibt Kolumnen, sie ist im Fernsehen, sie ist auf der Bühne und hat sogar jetzt ein Buch geschrieben. Und jetzt ist sie da bei mir. Danke, dass du gekommen bist. Hazel, wer bist du? Ich bin Kolumnistin, Stand-up-Comedian. Das haben wir jetzt gerade erfahren? Ja, genau. Ja. Also ich, okay. Ich versuche gerade nur für mich selber zusammenzufassen, wer ich bin und aber wer ich sein will. Aber als Typ und so, ich meine... Ich bin eine sehr zufriedene Person eigentlich meistens. Also mit der Welt bin ich eigentlich immer zufriedener als mit mir selber. Und, mit der Welt? Ja. Aber die ist doch viel mehr Aufruhr als du, nehme ich an. Ja, aber so verglichen mit dem Universum sind wir ja alle sehr unbedeutend. Und wenn man das dann so am Abend sich sagt, bevor man ins Bett geht, dann geht's. Aha. Ist das irgendwie, was soll ich sagen, eine Art Fringe Benefit, wenn man Philosophie studiert, dass man zu solchen Erkenntnissen kommt? Ja, ich glaube, wenn man Philosophie studiert, kann einen wirklich nachher irgendwann nichts mehr schockieren, weil man sich einfach denkt, man kommt ja sowieso nicht zu einer Lösung, auch nach so und so vielen Semestern nicht. Wobei ich sagen muss, dass ich nicht so häufig an der Uni bin. Eben, also, über das möchten wir noch reden, wie das alles zusammengeht. Aber zuerst einmal über deine Herkunft. Dein Vater ist ja der Neuropsychologie an der Uni. Gutbürgerliches Elternhaus, hat dich das beeinflusst? Ja, also wenn mich mein Elternhaus nicht beeinflusst hätte, hätten meine Eltern glaube ich, schwer etwas falsch gemacht, genau, wobei also mich das natürlich auch beeinflusst hätte. Ja, mein Vater ist sehr ein lustiger Typ, aber nicht so, dass andere ihn auch lustig finden. Oder also so, ein lustiger? Aber das versuchst du anders zu machen, oder? Ja, ich versuche. Also mein Vater ist so einer, wo man dann schon einmal so darüber lacht, aber er kommt es nicht mit über. Und ich versuche schon. Ist er auch peinlich manchmal, wo du als Teenager gesagt hast, jetzt ist mein Vater peinlich? Natürlich. Die ganze Zeit. Aber er zelebriert das ziemlich. Genau. Er findet das ziemlich. Du hast ja einen Migrationshintergrund, wenn man das so darf sagen. Deine Mutter ist Deutsche. Du sprichst auch perfekt akzentfrei Hochdeutsch. Hat das überhaupt deine Eloquenz und deine Sprachmacht befördert? Ja, sicher. Also wir haben auch mit der Mutter immer, meine zwei Brüder und ich, haben mit ihr Hochdeutsch geredet und mit dem Vater Schweizerdeutsch und untereinander Schweizerdeutsch. Also ist es auch immer ganz klar gewesen, wenn wir jetzt mit der Mami reden, reden wir Deutsch. Und dann ist es auch so gewesen, wie der Papi hört das jetzt gar nicht. Dann kann man auch über ihn reden oder wenn man Schweizerdeutsch aber er versteht. Er versteht es, genau. Aber er kann es selber nicht so gut. Und nicht. Das ist natürlich... und ist das peinlich für dich auch? Ja, ja, das sensibilisiert natürlich auch, wenn der Vater dann mit dem Schwiegervater so ein schlechtes Hochdeutsch redet. Und dann, ja, furchtbar. Also. Okay, du bist ja eine Art Comedy-Wunderkind gewesen. Mit 17 bist du mit Slam Poetry auf die Bühne gegangen. Und bereits ein Jahr später so eine Art die hohe Weihe, das war also so der Ritterschlag bei Jacopo Müller, dein erster Fernsehauftritt. Schauen wir mal. Wenn man schon Fleisch essen muss, so sollte man doch viel eher ein todtrauriges als ein glückliches Huhn essen wollen. Ja, wieso kann es nicht einmal ein suizidaler Seelachs sein oder auch einmal eine Borderline-Borderless mit Bindungsproblemen? Und was passiert mit all den Emo-Kühen, die mit den aufgeritzten Eutern? Ist die denn niemand? Ja, lasst doch all die Biotierchen am Leben und stürzt euch auf die Batterien, Hühner und lichtlosen Lämmchen. Kauft den emotionalen Dreck und fresst ihn und lasst die frohen, weltfremden Birkenstocksandalen tragenden Biotiere mit ihrem wallenden Achselhaar weiter grünstes Gras verdauen. Es würde ja schließlich auch niemand auf die Idee kommen, ein Rudolf-Steiner-Schulkind zu essen. Da hat man schon die ganze Häsel, oder? Angstfrei, wortgewaltig, radikal und emotionslos. Ja, wobei ich da schon ein bisschen höre, dass meine Stimme sich ein bisschen überschlägt. Ich muss sagen, ich bin froh, dass das vorbei ist. Ja, gell, ja. Du bist also extrem nervös auf der grossen Bühne. Ja, ich habe auch erst seit, also gar nicht ein Jahr, ich habe so seit 3 Monaten habe ich Slam-Erfahrung gehabt. Und dann hat der Victor gesagt, komm mit Sendung, hopp. Aber er ist so eine Art Mentor geworden von dir? Ja. Er hat einfach gesehen, das ist ein Talent, das muss man fördern. Ja, er hat gesagt, diese Busle schnappe ich mir. Genau. Also, und jetzt machst du also, die Busle hat mittlerweile ein eigenes Programm, steht auf der Bühne. Und es gibt Elogen, die hat man ja, glaube ich, überhaupt noch nie gelesen, über einen Schweizer Comedian. Zum Beispiel im Landbote. Diese Frau ist unglaublich. Was aus ihr heraussprudelt, gehört zum absurdesten, bösesten und witzigsten, das die Schweizer Kleinkunstbühne derzeit zu bieten hat. Oder die Neue Luzerner Zeitung. Auf so eine Frau hat die Schweizer Comedy-Szene gewartet. Diese Frau wird noch ganz groß. Wie kannst du das kommentieren? Ja, es ist, also, ich frage mich manchmal, so, was für ein Vakuum hätte das gewesen sein, bevor ich da war. Und
Es ist ja jetzt nicht so, dass ich Penicillin entdeckt hätte oder Pommes frites oder so. Also ich finde, was wäre wichtiger? Was würdest du lieber erfunden haben? Ja, schon Penicillin. Das ist gut. Besser als Stand-up Comedy. Nein, ich meine als Pommes frites. Aha, ja, vielleicht so eine Kombination, dass es mehr Spass macht zum Nehmen. Gut, okay. Aber Penicillin tut dir nicht weh eigentlich. Nein. Okay, aber eben, du hast unglaublich viele positive Reaktionen. Und das Programm heisst übrigens «Haselbrücke passiert». Finde ich nicht so originell. Das klingt so wie ein Tsunami, oder was? Was muss man sich darunter vorstellen? Ja, ich habe gedacht, passiert hat so etwas sehr Aktuelles, aber halt für immer. Und wenn etwas für immer aktuell ist, dann beißt sich das schon mal. Und meinen Namen wollte ich auch in die Sendung wählen, also als Programmtitel. Ja klar, du musst ja so, die Marke promoten. Also wie du, hast das ja auch. Du hast einfach nur den Nachnamen. Komisch. Ja, das machen alle. Ja, ja klar. Aber ich habe gedacht, es braucht noch ein bisschen mehr als den Namen. Genau. Beim zweiten Programm musst du dann vielleicht etwas anderes einfallen lassen. Vielleicht nenne ich es dann einfach Schawinski. Mit Haselbrücker, ohne Schawinski. Oh. Das wäre super. Okay, das ist etwas, da können wir Verhandlungen führen. Du hast ja angefangen mit Slam Poetry. Jetzt wissen viele Leute nicht genau, was das ist. Kannst du kurz beschreiben, was das überhaupt ist und wie die Szene funktioniert? Ja, es gibt so einen Witz, der heisst, Poetry Slam, das sind doch die Paralympics von der Literaturszene. Mhm. Also man kann zwar gewinnen, aber es interessiert sich keine Sau dafür. Aha. Und das finde ich eigentlich recht berechtigt, weil es ist schon eine Abkapselung von der Literatur und es ist eigentlich ein moderner Dichterwettstreit, wo Leute mit selber geschriebenen Texten gegeneinander antreten. Aber man ist sich gerade nicht sicher, inwiefern das eine Berechtigung hat im Literaturbetrieb. Du selber auch. Hast jetzt Fragen auch noch und Kritiken, die früher nicht gehabt hast. Machst du das überhaupt noch? Ganz selten mache ich das. Das war der Anfang. Du bist dann Schweizer Meisterin geworden mit 19. Also im Gegensatz zu anderen Kategorien und Formen von Kunst. Ein richtiger Wettbewerb von Publikum, von gröhlendem, klatschendem Publikum. Ist das das, was du geliebt hast? Oder, was soll ich sagen, der Stierkampf-Arena-Groove? Nein, also ich mag das eigentlich gar nicht so. Den einzelnen Stressmoment mag ich nicht so. Was mir beim Slam wirklich sehr gefallen hat, ist, dass alle mitmachen können. Mhm. Und man hat dann 50-jährige Männer, 80-jährige Frauen, 16-jährige Mädchen, 25-jährige Männer. Alles Mögliche trifft sich dort und macht einfach, was er oder sie kann. Und dann hat man eine gute Zeit und am Schluss habe ich dann halt irgendwie, habe ich dann auch gedacht, ja, wenn ich jetzt Schweizer Meisterin bin, muss ich eigentlich nicht mehr weitermachen. Was kommt man denn über, wenn man Schweizer Meisterin ist? Was? Ich habe so eine Zunge bekommen. Eine Zunge? Fimo. Also so, okay, so ein bisschen so, Mick Jagger-Verschnitt, oder was? Ja, aber ein bisschen schlechter. Noch ein bisschen schlechter. Ja. Okay, also, jetzt schauen wir doch ein bisschen, was denn du gemacht hast, außer Poetry Slam oder Slam Poetry. Mein Name ist Hesel Brucker. Brucker, Aargauer Geschlecht. Hesel ist Pech. Ich bin geboren worden, dann haben meine Eltern gesagt, ja, Hesel, sie ist ein Helm, wenn du in die Schule gehst, kommt schon gut. Also, Aargauer Geschlecht, Pech, Helm, lustig. Ja. Ist minimalistisch. Also von der Slam Poetry auf das ab, ist man dann auf die minimalistische Form gegangen. Ja, ich habe auch gedacht, das Textblatt, ich vergesse das immer. Ich habe auch immer panische Angst gehabt, dass ich das irgendwo im Zug verliere. Ja. Und das ist schon eine grosse Beruhigung, wenn man dann einfach frei ein bisschen erzählt und sich selber vor allem fertig macht. Gut, sich selber, eben, das ist ja das. Du hast auch deinen eigenen Vornamen irgendwie thematisiert. Ich will einfach nicht, dass es einen blöden Namen hat, wie zum Beispiel Hazel, so ein Scheissname. Also, wer sein Kind Hazel nennt, der vergisst auch eine Autobahnraststätte. Oder im Böllelibad bei der IKEA. Und dann viel Spass zu Spreitenbach, wenn über die Lautsprecher gesagt wird, dass der Esel jetzt gerne im Kinderparadies abgeholt werden will. Grosser Erfolg, viel Lachen. Ist aber ein bisschen Pitch-Webniveau, oder? Das? Ja, ich weiß nicht. Nicht? Weißt du, weil du bist ja eben die Böse, oder? Eigentlich. Und das ist jetzt so ein bisschen auf der Oberfläche, weil du sagst, die Schweizer Comedy-Szene ist zu wenig mutig. Das hat jetzt nicht so mutig getönt für mich. Ja, aber du kannst auch nicht einfach so an 4 Sekunden Jacobo Müller auftritt, meine ganze Karriere und mein Arbeiten festmachen. Oh, wir haben 27 Minuten. Ja, das... ja, und die 3 davon sind schon von Jacobo Müller. Also ja, wir haben noch nicht dich so viel auf Tape, aber es kommt noch sein. Ja, ich weiß schon. Du hast da nicht so wahnsinnig viel bis jetzt. Du hast ja mal gesagt, jede Form, ich zitiere da, von Humor ist aggressiv. Deine Form von Humor ist im Allgemeinen aggressiv, aber Humor selber ist doch nicht immer aggressiv. Ich finde schon. Also ich finde, die Tatsache, dass es überhaupt Humor gibt, ist eigentlich schon etwas Aggressives. Also wenn man, weil man verlässt ja, wenn man Humor in den Alltag einbaut, verlässt man ja das, was wirklich relevant ist und macht dann ein Spässchen, das nicht unbedingt lebensnotwendig ist. Also wenn man irgendwie vor einem Bär flüchtet, dann macht man keinen Witz, sondern dann flüchtet man vor einem Bär. Und ich denke mir, Humor hat man, wenn es einem schlecht geht oder wenn man von etwas ablenken will oder wenn man einfach mit etwas besser umgehen will. Und dann
tut man dieser Sache aggressiv gegenübertreten. Und das ist Humor immer, meiner Meinung nach. Gut, also du hast ja den Humor, indem du vor allem über dich selber redest die ganze Zeit. Das ist eine Art, die viele Stand-up-Comedians machen. Du hast sogar ein Buch geschrieben. Mhm. Ich komme jetzt gerade aus, ich bin so hübsch. Ja. Und hast, wenn man jetzt anschaut, einen Sack über den Kopf. Was willst du da damit uns mitteilen? Ich habe einfach gedacht, was ist der dümmste Satz, den man sagen kann. Und ich glaube, das ist, ich bin so hübsch. Weil erstens sollte das niemand sagen. Das ist gesellschaftlich nicht akzeptiert, dass man das sagt. Und zweitens, wenn du wirklich hübsch bist, dann merken das die Leute und dann musst du es nicht sagen. Und außerdem hatte ich es ein bisschen leid, dass die Leute mich immer auf meine verbalen Fähigkeiten reduzieren. Und darum hast du dich hinter einem Sack versteckt? Ja, genau. Nein, aber hast du ein Problem mit dem Äußeren? Generell, weil hübsch braucht man eigentlich gar nicht. Mensch, ich bin so schön, wäre eigentlich die richtige Formel. Hübsch ist eigentlich kein Adjektiv, das wir heute noch brauchen, glaube ich, oder? Nein, das habe ich auch lustig gefunden. Ja. Also, weil es ist zwar in so dem Facebook, Instagram Spirit, aber es hat nicht wirklich die Sprache, die man dort benutzen würde. Mhm. Aber das Problem mit meinem Äußeren, also das haben ja dann schon die anderen, die mich anschauen müssen. Ich sehe mich ja gar nicht. Ja, aber du siehst hier und da dich im Spiegel, du siehst dich auch im Fernsehen, du siehst dich auch sonst überall. Ja, aber eben, also dadurch, dass ich ja im Fernsehen bin, habe ich das schon mal überwunden. Ah, hast du schon überwunden, okay. Also, du berichtest ja oder redest ja, wenn du über dich redest oder über die anderen, vor allem eigentlich nur über zwei Themen, Geburt oder Vorgeburt und Tod. Ist das eigentlich eine Zweitverwertung aus dem Philosophiestudium? Weil dann geht es ja genau ja, um die klar. Themen. Ja, ich habe ja auch nicht so viel Zeit. Ich muss ja das möglichst alles doppelt verwerten. Eben. Und wenn man es wirklich runterbricht, ist natürlich Geburt und Tod das Einzige, was absolut relevant ist für jeden. Weil das ist das Einzige, was jeder macht. Genau. Und alles andere ist irrelevant. Nicht irrelevant, aber jetzt gerade. Also vielleicht, ich brauche ja auch noch Themen, wo ich in 5 Jahren darüber reden kann. Okay. Du hast eben sehr viel Lebensweisheit und natürlich sehr in einer radikalen, wie ich gesagt, angstfreien, mutigen Form. Aber die Frage ist, kann man mit dem Alter, das du hast, eben 20, jetzt bist du mittlerweile 22 und so, kann man eigentlich so viel Lebensweisheit haben? Da muss man nicht ein bisschen erwachsener, wissender, aufklärter tun, als man eigentlich ist? Ich habe mich jetzt noch nie so gefühlt, dass ich über etwas rede, wo ich wirklich gar keine Ahnung davon habe. Und solange ich mich irgendwie wohlfühle, wenn ich das Thema anspreche, dann finde ich das okay. Also, ich lade ja auch nicht die Schweizer Illustrierte zu mir ein und rede dann über Bodytoning, weil das weiß ich wirklich nicht. Aber du weißt alles. Du da innen und in deiner Kolumne, du weißt alle Marken, alle Sachen. Du bist eigentlich wirklich with it. Du bist immer dabei. Und ich frage mich, kannst du überhaupt ein echtes Privatleben? Ich habe irgendwo gelesen, du bist 250 Tage im Jahr unterwegs. Ja, man kann sich sein Privatleben natürlich so ein bisschen anbauen, dass man nicht genau weiss, wo hört das Private auf, wo fängt der Auftritt an. Und ich arbeite wahnsinnig viel, das stimmt schon. Aber es macht halt auch Spass und dann merkt man es nicht so als Stress. Nora Ephron, eine der bekanntesten Drehbuchautorinnen in Hollywood, Sleepless in Seattle und so weiter, und You've Got Mail, hat mal gesagt, das hat sie ihrer Familie gesagt, everything is copy. Alles, was man erlebt, ist irgendwie Material, das man dann verwenden kann. Ist das bei dir auch so? Ja, auf jeden Fall. Ja, also das auch die Sendung ist also copy. Also das, was wir jetzt gerade machen, ja, das gibt mir nachher 2 Stunden Material. Also gut. Du schreibst ja auch erstaunlich offen und ziemlich, was soll ich sagen, radikal auch über Sex, Sexualität. Und da fragt man sich, man kann ja viel lesen über Sexualität in vielen Büchern und so, aber fließen denn da auch echte, richtige Erfahrungen ein? Oder tust du extra so ein bisschen, was soll ich sagen? Ich habe gar keine Zeit für Sex, oder? Also. Nein, ja, wenn man immer über sich redet und dann noch eben das Thema bringt und so, mit 22 kann man wahrscheinlich nicht allzu viel solche Erfahrungen haben. Nehme ich an, ich weiss vielleicht, dass es bei dir anders. Ich habe immer so ein Notizbuch neben meinem Partner im Bett und schreibe es dann gerade auf, wie sich das anfühlt. Und wie fühlt es sich für ihn an? Das muss er selber aufschreiben, dann kann ich es lesen. Aber ist das ein bisschen unangenehm, wenn ich das frage? Mir? Nein, ja. Du kannst mich alles fragen. Ich kann dich alles. Also, sonst wäre ich ja nicht in die Sendung gekommen. Aber ist Jugend, ich frage es noch ein bisschen allgemein, ist Jugend, die in so vielen Sachen ein Vorteil ist, für Stand-up-Comedians, die eben über sich die ganze Zeit reden müssen, auch ein bisschen ein Handy geben, weil sie gar nicht so viel Stoff haben? Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich auch richtig, wenn ich dann so in deinem Alter bin und dann so auf alles zurückschauen kann, was ich erlebt habe. Dann hast du viel mehr Stoff. Ja. Genau. Also, du giltst ja, oder die Tagesanzeiger hat mal geschrieben, die böseste Frau der Schweiz. Das ist irgendwie eine Auszeichnung, die muss man verteidigen. Wie machst du das? Ja, ich glaube, es langt in der Schweiz, wenn man als Frau einfach irgendetwas macht, während man nicht eine zugeknöpfte Bluse anhat. Ich glaube, das ist schon. Was ist das mit der zugeknöpften Bluse? Also, wenn man nicht eine zugeknöpfte Bluse hat und dann irgendetwas macht, das jetzt nicht so das absolut Obernormalste ist, dann nachher findet die einen schon böse. Aber der Titel «Böseste Frau» gefällt dir?
Ja, also ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich schreibe es auf mein Plakat drauf. Ja. Schreibst du drauf? Ja, ja. Eben, das machst du. Du hast ja noch Selbstironie. Mhm. Du hast sogar, glaube ich, in deinen Auftritt tust du noch die schlechten Kritiken erwähnen, um vielleicht auch den Kritiker gerade mit dem Wind aus den Segeln zu nehmen, oder? Ja, genau. Ich sage dann auch immer, was die Leute am meisten kritisieren und sage dann, dass ich das auch sagen würde, wenn ich dumm wäre. Ja? Ja. Damit alle Leute wissen, dass du eben das nicht bist. Ja, weil ich finde es ganz wichtig bei Comedy und bei allem, was ich mache, ich will immer, dass die Leute checken, dass ich das auch merke. Aha. Also wenn jetzt irgendjemand merkt, dass ich da unten ganz trockene Lippen habe oder dass ich mein T-Shirt vergessen habe zu glätten, weil ich ganz ehrlich einfach kein Glätteisen habe. Ich habe es mal kaputt gemacht mit so Wachs. Ich wollte meine Jacke wasserdicht machen. Das ist ja richtig. Und dann ist mir das egal, wenn die das merken, weil ich merke es ja auch. Und solange sie checken, dass ich es checke, dann bin ich immer noch im Driver's Seat. Du machst ja viel in Sachen Comedy. Also die Leute sollen lachen, sagst, aber gleichzeitig lächeln ist eklig, weil man das Gebiss als einzigen Teil des Skeletts immer sieht. Das ist wie ein Vorbote auf den Tod. Bringt immer, glaube ich, grosse Lachen und Leute zeigen dann ihre Gebiss. Ja. Ist als Pointe gut, hat es aber irgendwie auch noch einen tieferen Sinn, jetzt philosophisch gesehen. Ich finde philosophisch sehr interessant, dass wir einfach nicht mit dem Tod visuell konfrontiert werden tagsüber. Also man stirbt ja auch nicht mehr daheim. Mhm. So, man geht jetzt irgendwo hin und wird von Profis dann betreut. Aber dass man, wenn man sich mal überlegt, wie grusig der Mensch ist. Also wenn ich dich jetzt anschaue, denke ich nicht, dass du 2 Kilo Darmbakterien in deinem Bauch hast. Also jetzt, als ich es gesagt habe, natürlich schon. Aber das ist jetzt nicht das Erste, was ich gesehen habe. Die brauche ich aber unbedingt. Ohne sie könnte ich gar nicht leben. Also, nur das Wort Darmbakterien ist schlecht, aber das sind meine Helfer. Ja, ich weiß schon. Aber wenn ich mir jetzt nur das die ganze Zeit vorstellen würde, während ich mit dir rede, dann könnte ich, glaube ich, nicht ernsthaft mit dir mich unterhalten. Aber jetzt müssen wir ein bisschen über das reden. Ja. Nein. Also, du hast jetzt damit ein bisschen gezeigt, in welche Richtung es geht. Du hast einmal den Zweck von deinem Beruf so beschrieben. Das finde ich irgendwie noch entspannend, dass mein Beruf schon auf der ersten Ebene überhaupt keinen Zweck hat. Also, ich bringe Leute zum Lachen, das bringt überhaupt nichts. Also, es bringt überhaupt nicht auf der ersten Ebene. Gibt es dann noch eine zweite? Ja, es gibt eine zweite Ebene, wo die Leute, die auf mehreren Ebenen immer noch etwas bringen, dann merken, dass sie selber vielleicht auch nicht so wichtig sind. Genau. Also, du willst den Leuten mitteilen, dass sie nicht wichtig sind, weil der Humor nicht wichtig ist und weil du nicht wichtig bist. Und das soll dann lustig sein. Es funktioniert. Es funktioniert. Du kannst gerne auf meiner Website versuchen, ein Billett zu kaufen. Was ich ja überraschend finde, eben, was du alles machst, also unglaublich, also am Anfang gesagt, aber auch noch ein Studium. Und in der heutigen Bologna-Universität, die ich ein bisschen kenne, nicht aus, glücklicherweise aus eigener Erfahrung, aber in meinem nächsten Umfeld, da gibt es so viele Regeln und da muss man so viel leisten. Wie geht das zusammen? Zauberst du oder hast du einfach andere Studenten, die für dich arbeiten? Ja, das habe ich noch nicht geschafft. Nein, also man kann ja schon ab und zu pausieren. Man muss dann einfach die Semester, die man macht, wirklich härter arbeiten. Das wie ist geht das? Du hast ja deine Karriere gerade weiter. Du hast ja Auftritt, Auftritt, Auftritt. Also ich komme vielleicht in 5 Jahren noch mal und sage dir dann, wie ich es gemacht habe, ob ich es geschafft habe. Aber wie bist du im Studium? Kurz vor dem Bachelor. Ach, kurz vor dem Bachelor. Und dann aber jetzt sind wir nicht alle kurz vor dem Bachelor. Also. Okay. Also, du bist ja vor kurzem das erste Mal als Aussenreporterin in meiner Lieblings-Comedy-Show im deutschsprachigen Raum gewesen, in der Heute-Show. Und zwar war das nach den Wahlen in den 3 Bundesländern, wo die AfD, die Rechtsaußenpartei, gewonnen hat. Hat man dich angeschickt, weil die eigenen Aussenreporter die haben nicht mehr gehen können. Denn ihre Gesicht hat man gekannt. Du bist noch relativ unbekannt in Deutschland. Und darum hat man dich geholt. Und das hat so ausgesehen. Grüezi miteinander. Wir sind hier an der Wahlparty der AfD in Magdeburg, Sachsen-Anhalt. Merkel muss weg! Merkel muss weg! Und freuen Sie sich? Ja. Ich bin 22, habe immer noch kein Kind. Was mache ich falsch? Weiß ich nicht, was Sie falsch machen. Müssen Sie selber entscheiden. Was mache ich richtig? Das müssen Sie auch selber entscheiden. Ich bin ja nicht in Ihnen drin. Hoffentlich sind Sie nicht in mir drin. Ich bin jetzt keine Frau. Also sagen Sie, sind jetzt keine Frau, Sie waren auch nie eine und werden keine sein, oder ist das offen? Nein, ich war keine, ich bin keine und ich werde auch wahrscheinlich nie eine sein. Also Spontanität, das ist eine andere Seite. Das hat man vielleicht eben dem früher bei der Slam Poetry hat man das vielleicht noch ein bisschen ähnlich gemacht. Das ist etwas, was dir liegt. Da willst du auch weitermachen in diesem Bereich? Ja, sicher. Das ist mega spannend. Ich versuche auch beim Programm, also darum heisst es auch «Haselbrücker passiert», weil ich einfach auch will mir offen behalten, dass es jeden Abend ganz anders ist. Und das gefällt mir einfach extrem. Ich habe das auch schon erlebt, deine Spontanität. Also die übst du auch und die pflegst du auch. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil von deiner Fertigkeit, von deiner Kunst.
Kunst. Das oder? Ist so, wie andere Leute gehen, joggen, versuche ich das zu machen. Ja, aber geht es das weiter bei der Heute-Show? Haben sie gesagt, die behalten wir gerade? Ja, ja, doch, sie sind recht zufrieden gewesen. Und wie das Ganze war, ist der Auftritt, hast du ja harte Konkurrenz dort, das sind super gute Leute, die das machen und so. Das Feedback war gut gewesen, und auch, wie sie zusammengeschnitten haben, bist du zufrieden gewesen? Ja, es ist natürlich schon immer dann enttäuschend, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist und dreht und man ist einfach total auf der Schnur am Abend und dann schneidet sie es irgendwie so zu 2,5 Minuten zusammen. Hey. Und aber ich bin zufrieden, aber okay. Was sie halt nicht, was man glaube ich einfach nicht auf Kamera kann einfangen, ist das Gefühl, wo man hat, wenn man bei der AfD ist. Nämlich? Erzähl es mal. Ist einfach wirklich traurig. Es ist wirklich, also ich habe dort auch erst realisiert, dass die gar nichts Böses wollen, sondern die meinen wirklich, dass das, was sie machen, der einzige Weg ist für Deutschland zu existieren. Und sie sind sich wirklich sicher. Und das ist einfach wahnsinnig traurig. Weil das klingt jetzt sehr politische Aussage, aber dein Cabaret ist eigentlich nicht, oder deine Comedy ist nicht politisch in erster Sinne. Früher in der Tradition, Schweizer Cabaret oder Cornichon oder Deutschland Dieter Hildebrand, wie sie alle geheissen haben, sind politisch gewesen. Bist denn du politisch? Also ich finde immer so die Kategorisierung, das ist jetzt politisch, das ist nicht politisch, finde ich sehr komisch. AfD weil, ja, das ist natürlich politisch, klar. Aber es ist ja auch, also alles ist ja auf eine Art politisch. Das ist ja nein, wie zum wenn sagen, du redest über deine Haare oder eben über deine Bluse, dann sehe ich ja, das nicht in erster Linie. Ja, aber der ganze Kontext ist natürlich politisch. Also dass ich überhaupt auf eine Bühne gegangen und etwas sage, ist ja, natürlich schon sehr politisch. Das ist jetzt ein bisschen verwedelnd, dass man politisch Stellung nimmt. Früher, das Kabarett in der Schweiz ist anderes. Linkskabarett gsi, wo man die herrschenden Kräfte irgendwie kritisiert hat. Bist du dort irgendwie angestellt oder willst du das? Oder zum Beispiel also ich bin auf jeden Fall nicht parteipolitisch. Nein. Aber in der Durchsetzungsinitiative bist du aktiv oder hast deine Möglichkeiten genutzt oder ist das für dich? Ja, doch, da habe ich auch viel gepostet und geschrieben und gesagt. Also ich versuche dann auch den Leuten gar nicht erst zu sagen, wählen das oder das. Weil ich das, also ich finde, ich kann jetzt niemanden überzeugen und die Leute werden ihre Gründe haben. Mir ist einfach wichtig, dass die Leute realisieren, wenn etwas Wichtiges passiert, und dass sie dann auch gehen, wählen. Okay, dann sagen wir doch vielleicht, wenn das möglich ist, im Rahmen von der Konkurrenz von der Schweizer Comedy-Industrie, wo stehst du politisch? Ja, links. Links? Ja, also eher. Wenn man auf so einer stupiden Links-Rechts-Schema denken. Du hast eine Haltung, aber du hast die Haltung, aber ändern noch ein bisschen zurückhalten. Ja, das ist tatsächlich, um auf die Frage von vorher zurückzukommen, das ist etwas, wo ich finde, sollte ich mit 22 noch nicht so eine extrem krasse Meinung dazu haben. Über Sexualität kann man eine haben, über Politik ja, ich habe länger Sex, als ich gehe abstimmen. Okay, gut, dass wir das auch erfahren. Ehrlich, du bist schaurig abstimmen. Ich weiß schon, aber ich weiß nicht, ob du weniger als 4-mal im Jahr Sex hast. Ich habe die Abstimmung nicht zählt. Ist gut. Den Vergleich würde ich auch nicht machen. Also Frauen und Comedy ist ein grosses Thema, vor allem in Amerika, alle die Late Night Host, die grossen Shows haben, sind Mann oder fast alle im deutschsprachigen Raum ist ähnlich. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, Caroline Kebekus zum Beispiel, früher Danke Engelke, dann auf der unteren Ebene Cindy aus Marzahn. Was sagst du zu dem, dass man sagt, Frauen sind einfach they are not so funny? Ich finde, das stimmt. Also ich finde, Frauen sind... ich habe auch viel mehr männliche Freunde als weibliche. Wieso? Weil es lustiger sind? Auch, ja, natürlich. Und, also ich glaube, Frauen sind viel weniger aktiv lustig. Weil, ja. Frauen sich weniger? Ja, auch, glaube ich. Und, du schon? Ja, aber ich habe einfach so früh angefangen, dass ich nicht mehr gecheckt habe, dass es jetzt vielleicht Zeit wäre, zum Aufhören. Aber ich mache es auch. Ich mache es einfach sehr gerne. Aber ich denke mir so... Es wird sich sicher ändern, aber solange es noch attraktiv ist, dass eine Frau einfach dort steht und lächelt und nichts sagt, ist natürlich Comedy nicht der richtige Job für sie. Genau, aber du machst ja etwas, du sagst etwas, du schockierst auch, gehst richtig an. Und hast darum vielleicht auch das Alleinstellungsmerkmal in der Schweiz, dass alle sagen, wow, die getraut sich und so. Ist eigentlich eine gute Ausgangssituation für dich? Ja, mein Ziel ist natürlich, dass ich irgendwann eingeladen werde, nicht weil ich eine Frau bin, sondern einfach weil ich bin. Aha. Und, also ich versuche den Bonus das ist mir schon gemacht. Klar. Du brauchst natürlich eine bessere Frauenquote. Nö, das ist mir völlig egal. Im ersten Jahr war das so ein grosses Kriterium. Und ich hatte in der letzten Zeit ja so tolle Frauen gehabt, wie Frau Estermann und Frau Spiers-Häckli. Da habe ich gedacht, das muss ich jetzt noch toppen mit dir. Aber ein anderes Thema. Fernsehen. Es gibt jetzt neue Fernsehshows. Also deine Mentoren treten ab. Es gibt eine grosse Lücke am Sonntag. Da werden irgendwelche Leute getestet oder verheizt oder irgendwie ausprobiert. Am späten Freitagabend, der Müslüm, der Gammetaller, der Dominique Deville. Hat man dich auch angefragt?
Ja, ich bin sicher auch da im Gespräch gewesen, aber ich habe da gar kein Bedürfnis. Nein? Nein. Warum jetzt eigentlich? Weil mich, um ehrlich zu sein, das Schweizer Fernsehen gerade gar nicht so interessiert. Dort hast du ja deine Karriere praktisch angefangen. Dem kannst du es ja praktisch verdanken. Don't shit where you eat. Okay, meinst du... Ja gut, also, aber das könntest du später machen. Direkte Nachfolger von Jacopo Müller, deinen grossen Förderer. Ja, ich, das ist noch zu früh, dass ich den Stempel aufgedruckt bekomme und dann die Tussi vom Schweizer Fernsehen bin. Das aha, ich nicht, ja. Die Tussi vom Schweizer Fernsehen. Oder wie auch immer dann der Blick sagen würde. Ja. Hast du irgendwie Angst, dass man dich als Tussi anschaut? Also, nein, ich habe das jetzt mehr so gesagt, um mich ein bisschen objektifizieren. Nein, aber nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist gar nicht nötig. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Also, du hast gesagt, nachdem wir dich gefragt hat, eine von diesen doofen Journalisten fragen, was machen sie 20 Jahre? Wieso soll man dich das fragen? Aber hast du eine Antwort gegeben? Ich wäre dann gern eine verlässliche Konstante im Bühnenbetrieb. Was ist eine verlässliche Konstante? Das ist etwas, was auf der Bühne passiert und dann weiß man gar nicht, was passiert und dann kommen die Leute trotzdem. Also, dann die ist Leute nicht einfach, sie kommen einfach. Verlässlich ist Qualität. Aha. Also sie werden unterhalten und ob ich dann dort einen Auflauf koche oder ein Theaterstück alleine inszeniere oder mit Kind einen Chor praktiziere. Aber die Bühne ist die Welt, wo die Häslebrücke auflebt. Ja, wenn man Bühne sehr als abstrakten Begriff bezeichnet. Genau. Weil Schreiben ist auch eine Bühne. Schreiben ist auch eine Bühne, solange es jemand liest. Okay. Ja. Ja, im Magazin hast du natürlich die potenzielle riesige Leserschaft und so. Wunderbar, danke vielmals, Hazel, danke vielmals, dass du gekommen bist. Hat mich gefreut, eben in meiner Frauenserie, wo ich in den letzten Monaten einen neuen Höhepunkt habe. Ja, ist gut. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Die Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann dabei wären. Gute Nacht und ganz eine gute Woche.